Uns ist in alten Meeren Wunders viel gesagt. Von Helleden, Lobbebeeren, von großer Arbeit. Von Freuden hochgezitten, von Weinen und von Klang. Von Körnerreckens treten, mugget ihn nur Wunder hören, sagen. Zu Worms am Rheine wohnten die Herren in ihrer Kraft. Von ihren Landen diente viel stolze Ritterschaft. Von weit und ferne reisten die Recken an den Rhein. Worms war voll großer Wunder, voll Gold und edlem Wein. Nun gingen zueinander Mägdelein und Frauen. Es war ein hoher Zierde, man schönes Weib zu schauen. Eine Stadt, so alt an Tagen, dass keiner kann's berichten. Ein Ort von kühnen Sagen, Geschichte und Geschichten. Auf einem Tisch ein altes Buch. Ich las das Lied von Siegfried, Kriemhild, König Gunther, seinen Brüdern und von der schönen großen Frau im Feuer, Brünhild. Ich las und las und erst am Abend legte ich starr und stumm das Buch zurück. Jahre flohen an mir vorüber, doch unvergesslich blieben die Gestalten, unauslöschlich eingebrannt in mein Gedächtnis. Das ist natürlich einer der großen Gründungsmythen der Nation, ein uraltes Epos, sowas wie die Ilias für die Griechen, und ist eine Geschichte, die man wieder neu erzählen kann. Ich glaube, wenn man mit deutscher Geschichte sich auseinandersetzt und einfach sagt, wir wollen auch noch mal erzählen, was in der Vergangenheit passiert ist, woher wir kommen, dann wissen wir vielleicht auch genauer, wohin wir eigentlich wollen und wer wir im Augenblick sind. Die große Geschichte, die nicht nur mit den Burgundern, mit den Nibelungen, sondern auch mit Karl dem Großen, mit den Karolingern, mit den Saliern, mit den Staufern einhergeht. Diese große Geschichte, die ist an vielen Orten in unserer Stadt noch sichtbar, fühlbar und damit auch erlebbar. Im Zweiten Weltkrieg wollten die damals Verantwortlichen deutlich machen, dass sie sich in besonderer Weise dem Aufbau der Demokratie verbunden fühlen. Und eine Inschrift auf einer Sandsteinplatte über dem Rathauseingang heißt: Demokratischer Geist schuf diesen Bau. Worms versteht sich ja auch als Stadt der Begegnung, als Stadt der Religionen und eben des guten Miteinanders und der Kommunikation. Ist ein heiliger Ort, der ist sehr schön, und für mich bleibt er immer der Lieblingsort. Thank you.
Rebflächen von Weinbergen. Und diese Weinbaukultur prägt die Ausstrahlung, das Lebensgefühl und das Miteinander der Stadt. Die Bandbreite an kulturellen Angeboten ist so, dass es für jeden etwas gibt. Der Kultursommer oder die Kulturnacht, wir haben Jazz and Joy, wir haben die Festspiele und vieles, vieles mehr. Das heißt, es gibt für jeden Geschmack etwas und an sich auch zu jeder Jahreszeit. Menschen, die hier leben und hier arbeiten, brauchen auch Lebensgefühl und urbane Qualität. Von daher ist Kultur ein Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung. Worms ist vor allem ein Wirtschaftsstandort, der aufgrund seiner Lagegunst, aufgrund seines aktuellen Firmenbesatzes, aber auch seiner guten Verkehrsinfrastruktur eine sehr positive Entwicklung genommen hat. Versammlungen und Tagen ist in Worms nicht neu, sondern es gibt es schon seit 1000 Jahren. Und wir versuchen das mit dem neuen Wormser Tagungszentrum weiterzuführen. Für Studierende ist die Möglichkeit, auch während des Studiums Praktika zu machen oder später auch zu arbeiten, in unmittelbarer Pendelnähe. Die Stadt Worms hat eine Größe, die es erlaubt, dass es jetzt letztendlich eine große Bandbreite an Bildungsangeboten gibt. Ich bin hier zur Schule gegangen, ich bin hier aufgewachsen. Ich bin hier geboren, getauft, konfirmiert. Ich bin hier getraut worden, habe hier die Kinder erzogen, habe in Worms gewohnt. Immer war Worms der Ort, wo mein Leben stattgefunden hat. Meine erste Liebe. 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 Mein erster Kuss. Mein erster Kuss. Also, passt. Meine ersten Schritte. Erster Sprung vom Zehner. Meine erste Großbaustelle. Mein erstes eigenes Haus. Meine erste Arbeitsstelle. Meine erste Weltmeisterschaft. Worms ist meine Heimat. Ich bin eine ganz echte Wormserin. Und alle Straßen und Plätze in Worms sind für mich mit ganz, ganz vielen Erinnerungen behaftet. Man kann eine Stadt nie ganz kennen. Es gibt immer wieder kleine neue Begebenheiten oder Örtlichkeiten, die man neu entdecken kann. Es ist nicht so groß, dass man sich verläuft. Ich habe in Worms die Möglichkeit, alles zu bekommen, was ich möchte. Ich liebe die Grünanlagen von Worms. Es ist eigentlich eine grüne Oase, die eine Stadt lebenswert macht. Kann man schnell ein Gefühl von Urlaub kriegen. Das Spiegelplatz. Kinder haben hier eigentlich die perfekte Mischung in Worms. Zwischen Stadt und Landleben. Der Tiergarten in Worms, das ist mein Lieblingsort.
ist eigentlich die neue Jahnhalle. Da bin ich am liebsten. Mein Lieblingsort in Worms ist das Romatia-Stadion. Das ist so eine Art zweites Wohnzimmer für mich. Unheimlich gern mal ausgiebig spazieren und überlege mir dann, wie hat es hier früher mal ausgesehen. Die schönste Ecke rund um den Dom ist wunderschön. Außer dem Dom auch St. Martin, St. Paulus. Ich glaube, dass diese Festspiele sehr lang und sehr schön Weg nehmen. Er hat ja Schauspieler. Wir würden, wenn wir wieder früher gemacht haben, so machen. Beide so, ja. Der Kindheitsvorstellung, die Wirklichkeit, wir haben bei dem Programm heute besonders. Worms ist auch eine Stadt der Musik. Ich denke da an das Jazz-Festival. Es macht einfach Spaß, durch Worms zu laufen. Ja, ich bin schon gut. Und die schon Worms ist der Ort, an dem ich arbeite, eine Arbeit machen kann, die ich liebe. Die Stadt mit der großen Vergangenheit, mit der großen Geschichte, der wechselhafte und großartige Geschichte, die es dort gibt. Worms ist eine Stadt, die sich immer neu erzählt. Worms ist Herz. Das ist eine Art von Heimat geworden für mich. Worms, das ist wirklich meine Stadt.